So, hi und hallo mal wieder. Ja, wie versprochen im vorigen Video geht es jetzt um die Lego Nexonize Powerpack Wundertüte Nummer 1. Auch für 4,50 Euro. In das andere Video, zwei Wundertüten, habe ich ja diese Figuren gezogen. Keine schlechte Ausbeute. Aber jetzt schauen wir mal an, was wir in die Powerpack Wundertüten finden. 4,50 Euro, also mehr wie eine Figur ist ein Gewinn. Aber das wisst ihr ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt echt gespannt, was sich da drin findet. Oh, es ist lose, das bedeutet Spielzeug. Und ja, das Auto. Habe ich natürlich schon so oft und sollte eigentlich immer diese Figur sein. Aber das kennt ihr ja. Ich habe ja diese Wundertüten schon öfter mal angeboxt. Daher wisst ihr das. So, ach, und ihr seht schon hier, limitierte Karte, diese Figur. Ja, diese Wundertüten habe ich schon öfters angeboxt letzte Zeit. Auch immer das gleiche oder selbe drin gehabt. Einige von euch werden das wahrscheinlich noch wissen. Aber eine limitierte Karte der Nexonize Serie. Das ist die LE7 der Serie 2. Ist natürlich nicht schlecht, kommt bei mir in der limitierten Kartenbox. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt zur zweiten Powerpack Wundertüten oder Tüte, Entschuldigung. Aber ich habe die ganz böse Vermutung, dass wieder die gleichen oder selben Sachen drin sind. Loses Auto. Jawohl, ihr seht es. Also diese Wundertüten, wenn man sich davon mehrere gönnt, ich glaube, das bringt nichts. Wenn man, seht ihr, wenn man gerne einmal die Figur haben möchte oder zweimal, die braucht man sich wirklich keine Armee. Ihr wisst, teilweise gönne ich mir auch welche, dass ich mir eine Armee machen kann, aber mit diesen Figuren, nee, das bringt nichts, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, das ist immer mein Geschmack. Auf euren Geschmack bin ich echt gespannt. Also, das waren jetzt die Powerpack-Wundertüten. Zwei Stück, das bedeutet zwei Figuren, zweimal Spielzeug, was ich nicht so mag. Die Action-Pack-Wundertüten, vier Figuren, fand ich natürlich jetzt viel interessanter. Gebe ich, ist aber wie gesagt meine Meinung. Aber jetzt trotz, sagt ihr mir eure Meinung. Welche findet ihr besser? Die aktuelle, das Video, was ich jetzt gemacht habe, Powerpack, oder das vorherige Actionpack Nexonize, Lego Nexonize Wundertüten Video. Welche findet ihr besser? Welche Wundertüte? All das könnt ihr, sollt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und wer natürlich noch Interesse an die Nexonize-Serie hat, ich versuche immer unter dem Video was zu verlinken, aber das wisst ihr ja. Sicher, bequem ist es immer, günstiger müsst ihr selber immer schauen. Und ich sage auf jeden Fall, bleibt gesund, guckt hin und schaut zu.